Hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Black Room. Ich meine, Kingdom Hearts 3 Chain of Memories. Oh Gott. Reverse Rebirth. Im Spiel, in dem wir so durchwaschen wie sonst irgendwas. Gehen wir mal direkt da rein. Nee, erstmal gucke ich hier. Maximal Zahl im Raum kam, ja, das habe ich schon gemerkt. Ich habe schon 335 HP. Maximum war ja bei Sora, glaube ich, 365. Warte. Keine Ahnung, kann man zu rechnen. Und ja. Boah, Entschuldigung, in der letzten der Balken sieht jetzt irgendwie nicht so lang aus wie der von Sora längeren. Und ja. Boah, Entschuldigung. Ich habe offscreen sehr viel ich habe eigentlich nur die HP erhöht, also ja. Ich hätte ganz gern mal irgendwie Angriffskraft oder so. Ich die Gegner jetzt noch ein bisschen schneller erledigen kann. Ich werde mal die HP so weit erhöhen wie möglich, weil dann kann ich nur noch Angriffskraft oder so erhöhen. Übrigens, wir sind jetzt hier im Boss. In der letzten Folge haben wir Agrabah betreten, glaube ich. Schon wieder ein bisschen eher. Und da ist Hades. Den machen wir mal platt. So einfach geht das hier. Lass uns wagen. Alter. Grüß dich. So. Genau das wollte ich. Ja, Vollgas. Schon sagen, wenn das den heilt, ne? Du Pisser. Du Pisser, ich krieg den nicht. So. Ah. Abwehrmann. Der muss sich auch aufladen. Das muss ich heilen. Der wird davon nicht beeindruckt. Super. Aber wir haben den schon gleich erledigt, merke ich gerade. Auch gut. 3 Minuten, geil. Der Kampf hat, glaube ich, nur 2 Minuten gedauert. Und ja. Ja, wir schaffen wieder 2 Welten. Oder ein Boss, 2 Bosse, 3 Bosse, 5 Bosse. Sehr gut. Ist das richtige Gerät? Ja, okay. Hades halten, sehr gut. Das ging sehr schnell. Dabei habe ich nur AP erhöht, also bin ich irgendwie, ich bin jetzt nicht wirklich stärker geworden. Aber okay. 3 Minuten. Hades erledige ich weiter. Das. Ja, Raumkarten noch verballern. Aber ich habe gar keinen Platz mehr. Ja, nimm das. Nimm das! Ich weiß gar nicht, in welchem Gestock wir überhaupt noch mal sind. Stock, was? Ich glaube den 5. oder 6. Ich glaube, ich davon. Hallo. 6 mal die 3. 3 mal die 6. Wer hat gesehen, was ich da getan habe? Okay, Raum des Siegers. Refugium des Siegers, 1000 Mal, Entschuldigung. Da raus hier. Bin schon fertig mit der Welt. Lass mich gehen. Brauche ich nicht da oben zu speichern. Jetzt haben die so angeflogen. Nein, ich brauche euch nicht. Ich glaube, sein HP-Maximum ist, glaube ich, ein bisschen höher. Sieht noch nicht mal annähernd so aus, als wäre es voll. Oder so lang wie das von Zora ist, so hat längeren. Boah. Okay. Ja, ich habe irgendwie nicht gemerkt, dass ich so viel abgezogen habe. Bin schon ein bisschen positiv überrascht. Na, gehen wir mal da rein. Will kein Boss dafür, jetzt ist geil. Dann konnte ich direkt 2 Welten machen. Sehr gut. Ausgezeichnet. Er ist gezeichnet.
Cutscene, damit kann ich leben. Why so glum, Naminé? Is there something that's been troubling you? Are you feeling awful about tinkering with Sora's memory? Or maybe you... Cut it out, Larxene. Naminé? She doesn't want to remember Sora. Is that so? Don't worry. Whatever's hurting you, I'll make it go away. I swear it on this. The good luck charm you gave me. See ya. That's just amazing. It's almost like you completely made his heart from scratch. Nice touch with the good luck charm. I didn't know you could use memories to transform objects like cards into keepsakes. You used the same trick on Sora, right? You changed Kairi's good luck charm with your magic, didn't you? It won't be long before Sora forgets about Kairi completely, and then he'll be all yours to- He won't forget. Huh? No matter how much I change his memory, Sora will never forget Kairi. Memories of me. More false memories of me will just make his feelings for Kairi even stronger than before. Because I'm the shadow of Kairi. What's your problem with that? That should be your incentive not to screw anything up. Just do a good job rewriting Sora's heart, then you can actually be somebody and no longer just Kairi's shadow. You'll be real in Sora's heart. Foreshadowing. Was? Ich habe nichts gesagt. Okay, weiter. Ah, sehr gut. Nächste Welt, machen wir die platt. Oh mein Gott. Ja, was in der nächsten Welt einfach alles kaputt. So, na dann. Also das ist nicht an. Normalerweise die zweite Welt oder so, ne? Die zweite Welt, genau. Was machen wir? Wir nehmen die als vorletzte. Hallo, Wittenton, eine gute Reihenfolge. Also komm her. Jetzt kommt so die Weltkarte und ich schlag die. Ah, schön. Schön, mein Mann. Ich bin eigentlich nicht so überlevelt, finde ich jetzt. Aber ja, ich fühle mich überlevelt. Wie viel brauche ich noch für ein Level ab? 2500. Komm mal her, ich mache noch vom Boss auf Platz. So, wie leer war das denn? Hallo? Ich habe nur 9 Karten. Ich hätte viel früher hingehen sollen. Hallo, guck mich da an. Was soll ich denn hier mitmachen? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe den hier nicht. Eine Sekunde. Okay, Planänderung. Alter. Wie soll ich denn hier was reißen? Oh Gott, der Boss gleich. Er sind ja wohl die schlechtesten Karten aller Zeiten. Ja, schnell raus hier. Schnell raus aus der Welt. Ich glaube, hier hätte ich viel früher hingehen sollen, weil das ist ja wohl ein absoluter Bescheiß. Gott, 10 Karten, was? Mancher kombinationsmäßig gar nichts reißen. Gut. Ihr werdet auf jeden Fall nicht trainiert. Ah, muss ich hin. Hat den ganzen Weg dahin.
Weil ich bin ja beim Brophorium des Siegers, ne? Da muss ich auch immer eine Leiter hochklettern am Ende. Also ich würde eigentlich oben rauskommen, ne? Also wieso komme ich dann immer tiefer? Bei Sora macht es Sinn, weil Brophorium des Siegers muss man immer eine Leiter hochklettern. Ja, dann zum nächsten Stockwerk gebracht. Aber hier, Mariko, da gehe ich auch eine Leiter nach oben. Aber ich gehe ja immer ein Stockwerk tiefer. Macht aber keinen Sinn. Ich soll darüber nachdenken. Oh, das muss ich aber kaputt machen. Muss ich mal kaputt machen. Boah, ich bin mit voller Elan hier reingegangen, dass die Welt hier vollkommen vernichtet, ey. Was jetzt so was? Dreck. Ich tue meine Emotion mit dieser Karte hier wieder spielen. Ich gehe nach rechts, solange ich nach rechts gehen kann. Ich kann halt gleich gehe ich da hinten hin. Dann kann ich nicht nach rechts gehen, ne? Dann muss ich wieder zurück. Jetzt kommt, jetzt steht hier auch, jetzt kann ich nicht nach links, ne? Was ab? Ne. Natürlich passiert es nicht, ich habe es vorausgesagt. Speicherpunkt. So, mach mal den Boss mit unseren 10 Karten platt, ja. Was? Hey. Wer das gleiche Deck, das jetzt gegen den Boss kommt. Ja, das hier in der Welt ist, meine ich. Ja, voll die Verarschung. Wenn ich mir 10 Karten, kann ich ja fast gar keine Kombination machen. So, dann zeig mal. Weiß ich, kein Problem. So, komm her! Komm da, komm da! Ah. Wie schlimm kann das schon sein, ne? Bei meinen stärksten Karten sind irgendwie nur 5 oder so. Super. Ja, super. Ja. Was soll ich denn das machen? Hallo? Hey, mein Darkness hat sich nicht aktiviert. Genau so. Ja, super. Ich habe keine Zeit für Begrenzung. So, komm her. Komm her. Das ist bescheuert. Was? Alter, wie weit triffst du mich eigentlich? Bitte sei mir treu. Man kann bestimmt kein Duell mit den Karten. Alter. Weil mir dieser blöde Angriff, der trifft mich auch noch von überall. Boah. Eine Karte habe ich jetzt auch verloren. Geil. Hey, was ist das denn? Der Pisser greift natürlich immer erst an. Ich meine, blöde Karte hier eingesetzt hat. Ja, das ist voll unfair, dass ich immer getroffen werde dadurch. War, glaube ich, ein Fehler, weil ich
Karte. Das ist der beschissenste Deck, das ich je hatte. Eigentlich auf den voll drauf. Fünf Karten, yay! Yeah. Ja. Heil mich. Ja gut. Ach, super. Kaputt, Mann. Ich habe gleich keine Karten mehr, als so weitergeht. Ja, danke. Was zum Teufel? Hey, ich kann das nicht mehr machen. Ah, verdammt, was soll ich dagegen machen? Hör auf damit! Ich bin tot. Hey, was soll ich mit dem Deck machen? Das ist auch voll beschissen, ey. Oh, jetzt muss ich die Tür nochmal öffnen. Boah. Also ich krieg noch nicht mal so einen blöden Trank oder so, ich krieg gar nichts. Was ist das für ein Scheiß? Soll ich denn bitte schön gegen den machen? Oh, jetzt gehst du direkt. Ich glaube, ich spinne. Das wird nervig. Da wir keine einzige Karte verschwenden. Hey, auf meinen Tisch kaputt zu machen. Well, hätte sein müssen. Ah, so ja, was noch gar nicht getroffen, ne? Noch gar nicht getroffen. Gott, verdammt, hör auf damit! Ey, ich habe den gerade jetzt aufgestellt, verdammt! Dieser Pisser! Stell jetzt noch mal auf. Wer brauchst den wieder? Kampf zeigt. Jetzt merke ich, das ist ein anderes Ziel da oben. Oh. Er ist den Tisch gefaced ganz. Aber ich habe gar keine Nullen, ich habe gar nichts. Ich auch noch warten, bis sein Dings fertig ist. Oh, ich könnte Mickey einsetzen. Ach ja, habe ich Mickey verballert. Super. Gott verdammt, hörst du mal auf damit. So, komm her. Warum ist das ein nerviger Boss? Wer? Ich habe wortwörtlich nichts, was ich dagegen machen soll, machen kann. Ja, ich kann Doppelsprung machen. Aber ja. Kannst du auch mal mehrmals angreifen? Oh mein Gott. Weil ein beschissener Boss. Einfach nur wegen dem Deck, was ich habe.
Aber nur wegen dem Deck hier, das ich jetzt hatte, weil er so ein schwieriger Boss. Ich habe kein Level abbekommen, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Stelzenknüppler, Knüppel. Oh Gott, ey. Wie nah bin ich vom Level ab? Ernsthaft. Ich hätte gerne mehr Angriffskraft oder irgendwie sowas. Der hat nur 1000 Punkte gegeben, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Na gut, dann würde ich aber sagen, wir müssen jetzt schon wieder hin. Oh nein, dann gehen wir schon mal. Dann machen wir. Haben wir Wunderland hier geschafft, sehr gut. Wird nur noch Halloween Town und dann noch zwei, drei Welten, glaube ich. Also nicht. Dann haben wir es geschafft, fast, glaube ich, weiß ich nicht. Gut. Dann raus hier aus der Welt mit den schlechtesten Karten aller Zeiten. Schlimmer als die Yu-Gi-Oh! Starter Decks mit Game Boy Advance Teil. Und sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.